Vor 100 Jahren trat in Weimar zum ersten Mal die Nationalversammlung zusammen. Ihr wichtigster Auftrag, die erste Verfassung einer parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Sie schrieb unter anderem erstmals das Frauenwahlrecht und die betriebliche Mitbestimmung fest. Sie besiegelte die Trennung von Kirche und Staat und garantierte Religions- und Pressefreiheit. Und das wird heute mit einem Festakt in Weimar gefeiert. 423 Männer und Frauen kommen am 6. Februar 1919 im Deutschen Nationaltheater in Weimar zusammen. Die sogenannte Nationalversammlung soll für die noch junge Republik eine Verfassung entwerfen. Fast 6 Monate später wird die neue Grundordnung verabschiedet, die das politische System regelt. Basis der Weimarer Verfassung ist erstmals in Deutschland die Volkssouveränität. Das heißt, die politische Macht liegt bei den Bürgern. Sie bestimmen die Zusammensetzung des Parlaments in einer geheimen, freien und gleichen Wahl. Auch das Staatsoberhaupt, der Reichspräsident, wird in der Weimarer Republik direkt vom Volk gewählt. Ein weiteres wichtiges Prinzip der neuen Verfassung ist die Gewaltenteilung, also die Teilung der Staatsgewalt in gesetzgebende, ausführende und rechtsprechende Gewalt. Erstmals werden auch Grundrechte verfassungsrechtlich garantiert, wie etwa die Versammlungsfreiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung oder die Gleichberechtigung von Mann und Frau. In der Weimarer Verfassung steht also bereits einiges von dem, was heute für uns selbstverständlich ist. Zugeschaltet ist der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse. Guten Tag nach Berlin. Guten Tag. Die Weimarer Republik ging ja damals nach nicht mal 14 Jahren unter. Waren Schwachstellen in der Weimarer Verfassung dafür mitverantwortlich? Ich glaube nicht, dass es so sehr an der Verfassung gelegen hat. Es hat wohl eher daran gelegen, dass Eliten dieser Republik die Demokratie nicht unterstützt haben, Militär, dass rechts- und linksradikale Kräfte diese Demokratie angegriffen haben, dass es diese Demokratie schwer hatte nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Versailler Vertrag, angesichts der massenhaften Arbeitslosigkeit, der Weltwirtschaftskrise. Also es kamen viele Faktoren zusammen. Man kann nicht sagen, es hat an der Verfassung gelegen. Aber sie war eben auch kein Bollwerk gegen die Feinde der Demokratie. Ist das etwas, was eine Verfassung ohnehin nicht sein kann oder doch? Man kann jedenfalls lernen, dass man die Verfassung verteidigen muss und dass man darauf achten muss, dass diese Demokratie nicht ausgenutzt wird, um diese Demokratie zu überwinden. Das ist ja die eigentliche Schwäche der Demokratie, dass man auf demokratischem Wege diese Demokratie überwinden kann. Und das ist eine Mahnung auch für heute. Was würden Sie denn sagen, sind die Errungenschaften der Weimarer Verfassung, von denen wir heute noch zehren? Na, ohne Zweifel, es war damals die modernste Verfassung der Welt. Volkssouveränität, das ist wichtig. Damals haben die Gewerkschaften Rechte bekommen, so etwas wie Mitbestimmung, Betriebsrechte sind möglich geworden. Gleichberechtigung fand sich zum ersten Mal, das Frauenwahlrecht. All das ist gewissermaßen fast umstandslos in das Bonner Grundgesetz, also in unser gemeinsames Grundgesetz übergegangen. Das gilt es nach wie vor zu verteidigen. Auch die Trennung von Kirche und Staat, die Religionsfreiheit, die Meinungs- und Pressefreiheit, all das sind kostbare Güter, die es immer zu verteidigen gilt. Mhm. Verteidigen, das ist ja gerade hochaktuell, denn in aller Welt und sogar bei europäischen Nachbarn sehen wir ja, wie versucht wird, Demokratie zurückzudrängen. Und es finden sich dafür sogar Mehrheiten bei den Wählern. Was denken Sie denn, woran das liegt? Also wir sind in Zeiten dramatischen Umbruchs, die Globalisierung, die digitale Transformation. Wir sind im Zustand einer gewissen Weltunordnung. Das erzeugt Ängste und Unsicherheiten und eben offensichtlich auch das heftige Bedürfnis nach den einfachen, schnellen Lösungen, nach den klaren Schuldzuweisungen. Das ist die Stunde, das ist die Zeit der Populisten. Im gegenwärtigen Moment vor allem der Rechtspopulisten. Ich will nicht sagen, dass unsere Demokratie dramatisch gefährdet ist, aber diese Herausforderung müssen wir ernst nehmen und uns immer wieder daran erinnern, dass Demokratie eine Staatsform ist, eine Herrschaftsform ist, die immer wieder neu gelernt werden muss. Ihre Regeln, ihre Institutionen, die Rechte und die Pflichten des Einzelnen, all das muss immer wieder gelernt werden. Und vor allem, ganz kostbar,
Demokratie gibt es nicht ohne Rechtsstaatlichkeit, nicht ohne Gewaltenteilung. Sonst wird sie zu einer illiberalen Demokratie, sonst wird sie eine Demokratie, die im Grunde die Herrschaft weniger dann bedeutet. Vielleicht wissen es heute auch so wenige zu schätzen, weil es für uns eben selbstverständlich geworden ist. Muss man vielleicht, wie Sie, Herr Thierse, eine Diktatur selbst erlebt haben, um die Demokratie wieder wertzuschätzen? Also ich hoffe nicht, dass das so sein muss. Aber wir könnten gegenwärtig begreifen, wenn wir ringsum in die Welt schauen, dass unsere Art von liberaler, rechtsstaatlicher, auch sozialer Demokratie nicht mehr selbstverständlich ist, dass sie fast schon zur Ausnahme wird. Schauen wir in den Osten, nach Russland, in die Türkei, nach China und selbst in den USA erleben wir, dass dort auf demokratischem Wege ein gnadenloser Populist an die Macht gekommen ist. Also unsere rechtsstaatliche Demokratie wertzuschätzen. Dazu muss man nicht aus einer Diktatur kommen, da reicht der Blick in die Gegenwart. Wie stabil ist sie denn, unsere heutige Demokratie in der Bundesrepublik? Ich glaube, wir sind in einer viel besseren Situation als die Weimarer Demokratie. Es gibt eine wirkliche Mehrheit der Demokraten. Unser Institutionengefüge ist stabil. Die Wertschätzung, die das Verfassungsgericht genießt, ist auch ein Garant für die Stabilität unserer Demokratie. Die Mehrzahl der Parteien ist zutiefst demokratisch. Und ich denke, wir leben auch in einer wirtschaftlich deutlich besseren Situation, trotz aller Konflikte und aller Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten. Wir leben in einem wirtschaftlich und eben damit auch rechtlich und politisch stabileren Land, als es die Weimarer Republik je sein konnte. Und dennoch noch mal zu dem Stichwort Demokratie verteidigen. Wer kann oder soll denn jungen Menschen vermitteln, dass sie die Demokratie verteidigen sollen und mit welchen Mitteln? Also erstens ist das sicher eine Aufgabe der politischen Bildung, der Demokratieerziehung an den Schulen. Es ist eine Aufgabe der Medien auch. Ich wünsche mir auch, dass die Bürger begreifen, dass es ihre Aufgabe ist, diese rechtsstaatliche Demokratie ernst zu nehmen und zu verteidigen und das nicht auf die da oben zu schieben, auf die Politiker oder auf die Justiz. Die Bürger, die demokratischen Bürger sind es, die immer wieder zeigen sollen, wie sehr sie die Demokratie als die politische Lebensform der Freiheit schätzen und verteidigen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Thierse. Bitte schön. Heute wird das Jubiläum mit einem Festakt im Deutschen Nationaltheater in Weimar gewürdigt. Unter anderem werden Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsident Schäuble und Kanzlerin Merkel erwartet. Und auch für die Gymnasiasten der Goetheschule in Weimar ist das ein besonderer Tag. Und was ist mit den Frauen, Genosse? Es geht um die Mitbestimmung der Frauen, um die Aufarbeitung des Ersten Weltkriegs, um Grundlagen der Demokratie. Damals 1919 in Weimar und heute im Stück der 9b. Was mit den Frauen ist? Nun, die sollen natürlich auch mitbestimmen. Es ist eine der letzten Proben für die Schüler des Goethe-Gymnasiums, nicht in der Schule, sondern im Deutschen Nationaltheater. Die 9b ist Patenklasse des Theaters und seiner Woche der Demokratie. Seit Tagen üben die Schüler nicht nur ihr eigenes Stück, sondern besuchen Aufführungen, Diskussionen über das Weimar vor 100 Jahren. Also für mich ist das ja schon so faszinierend, dass einfach Weimar, dieser Ort, wo wir halt jetzt leben, dass das damals so ein Brennpunkt war von politischer Geschichte. Damals zeigte die Welt auf Weimar. Im Deutschen Nationaltheater kam am 6. Februar 1919 die neu gewählte Nationalversammlung zusammen. Das Ziel, der jungen Republik eine Verfassung geben. Die Grundlage der ersten parlamentarischen Demokratie. Die 400 Abgeordneten verursachten damals viel Trubel in Weimar. Und Trubel herrscht auch nun wieder. 100 Jahre später soll groß gefeiert werden. Während die Stadt sich dafür noch herausputzt, proben die Neuntklässler des Goethe-Gymnasiums. Ihre Klassenlehrerin hofft, dass vom Demokratieprojekt etwas hängen bleibt. Ich erhoffe mir einfach aktive Bürgerinnen und Bürger der Zukunft. Ich nehme mit, dass die Demokratie natürlich sehr wichtig ist zu erhalten und dass es schnell passieren kann, dass es mal nicht bei der Demokratie bleibt. Und doch sind da noch Fragen. Die Schüler werden sie stellen. Was können wir machen, um unsere Demokratie zu stärken? Und zwar Bundestagspräsident Schäuble. Was gefährdet die Demokratie zurzeit? Am Nachmittag führen sie ihm ihr Stück vor über Weimar und den Beginn der Demokratie.